Mir scheint euch zu liegen, aber diesmal im Halbfinale war es nicht wirklich einfach. Den ersten Satz habt ihr verloren. Was ist zwischen dem ersten und zweiten Satz dann passiert? Ja, es war relativ ärgerlich, weil wir doch einen großen Vorsprung hatten im ersten Satz. Ich habe mir gesagt, okay, wir müssen mehr Aufschlagdruck machen, um die dann doch mehr unter Druck zu setzen. Das ist mir am Anfang sehr gut gelungen und dann konnten wir den Abstand halten und im dritten Satz, ja, ist wirklich 50-50. Die machen so wenig Fehler, haben so ein gutes Sideout und da darf man wirklich nicht die Nerven verlieren und am Schluss hatten wir dann das Quäntchen Glück und haben unsere Chancen genutzt. Chantal, wie sehr freut man sich, wenn die Eltern und die ganze Familie dabei sind und einen supporten? Das gibt dann auch den Push, wenn es so eng ist? Ja, auf jeden Fall. Also es freut uns immer extrem, wenn irgendjemand da ist, ein bekanntes Gesicht, weil wir ja doch sehr viel unterwegs sind. Letztes Jahr hast du, glaube ich, ein Interview mit meinen Eltern gemacht. Die sind dieses Jahr wieder da. Mama hat extra ihr Glückst-T-Shirt mitgebracht. Das zieht sie jetzt immer zu den Spielen an, weil wir in diesem T-Shirt noch nicht verloren haben hier in Gstaad. Und ein Schild, was sie seit 6 Jahren mitbringt, hat sie mir gerade gesagt. Genau, ja, richtig. Die sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Jetzt zum Finale spielt gegen Pavan Umanapagades. Du hast im dritten Satz super geblockt. Sarah Pavan ist nochmal ein Stück höher. Wird es ein Blockduell? Ja, ich glaube, wir hatten immer ganz spannende Duelle. Natürlich muss man gucken, ob wir jetzt auf sie spielen oder ob sie zweite Bälle macht, weil dafür ist sie ja auch berühmt. Aber wir versuchen sie zu bewegen, dass sie eben nicht ihre Größe ausspielen kann. Alles Gute und viel Erfolg fürs nächste Spiel. Dankeschön.